liebe Kinder, liebe Erwachsene, herzlich willkommen zur Vorstellung hier von Petzi dem Bär. Danke für die Einladung. Die Geschichte ist von Petzi der Bär. Petzi war ein kleiner Bär, war sehr lustig, hat was andere Bären gemacht, hat draußen rumgespielt, hat Beeren gegessen, Brombeeren, Himbeeren, Blaubeeren, Grünbeeren, die sind nicht so gut. Also, und ist herumgelaufen und hat vieles gemacht, was andere Bären auch machen. Aber etwas hat er, was nicht alle Bären hatten. Wenn er eine Musik gehört hat, besonders mit einer Geige, dann ist ihm immer so ganz anders ums Herz geworden. Und nachdem wir das immer so gespielt, die anderen haben schon gesagt, schaut den Petzi an, wie der die Augen verdreht. Und dann nach einiger Zeit hat er den Petzi gesagt, Mach, ich möchte so gerne eine Geige lernen. Könntet ihr nicht eine Geige für mich kaufen? Da sagen die Eltern, meinst du mit deinen Pfoten, dass du Geige lernen kannst? Ja, sagt der Petzi, ich möchte es unbedingt probieren. Gut, die Eltern überlegen miteinander und dann sage ich, okay, komm mit, wir gehen in die große Stadt, ins Musikgeschäft. Also sie gehen miteinander ins Musikgeschäft und sagen dem Verkäufer, sehen Sie hier, lieber Herr Verkäufer, unser Jüngster, der Petzi, möchte gerne Geige lernen. Haben Sie eine Geige für ihn? Ja, natürlich, sagt der Verkäufer, schauen Sie mal her, da hätten wir was. Das wäre die Geige und da gibt es eine Kinnstütze gibt's da dazu und einen Bogen. Und mit dem könnte dann, ja, das würde dann passen. Ja, und wir kaufen die Geige und gehen wieder nach Hause. Und am nächsten Tag nimmt der Petzi seine Geige, den Geigenkasten, und dann abends geht zu seinem Lehrer. Weil Geige ist schon günstiger, wenn man mit einem Lehrer lernt. Ganz alleine ist es ein bisschen schwierig. Also geht zum Lehrer. Ja, sagt der Lehrer, Petzi, heute lernen wir mal, nur gar nicht spielen, nur mal die Geige halten. Schau, ja, linker Fuß vorne, linker Schulter vor. Und du musst sie so halten, dass es sogar ohne Hand geht. So. Ja, sagt der Petzi, ist ja ganz leicht. Gell, so. Aber es, so leicht ist es auch wieder nicht, bis die wirklich hält. Aber mit der Zeit geht es dann schon. So, ungefähr. Dann sagt der Lehrer, schau her, du musst einfach mit dem Bogen da schön drüber fahren. Ja, sagt der Petzi, ist ja ganz leicht. Na, sagt der Lehrer, schön, schön, sagt er. Aha, Petzi probiert nochmal. Na, auch nicht so. Nein, das muss man schön, ruhig, schön durchziehen. Aha. Also noch leichter. Ja, also ungefähr. Und du kannst auf die andere Seite, je nachdem, ja, ein bisschen schöner. Aha, also der Petzi geht heim und übt jeden Tag. Naja, also er übt jeden Tag und dann nach einer Woche geht es schon ein bisschen besser, gell? Also nach einer Woche kommt er wieder zum Lehrer und der Lehrer sagt, heute werden wir mit den Fingern Töne spielen. Schau mal her, wie das geht. Aha, sagt der Petzi, wie weiß ich denn da, wo die Finger da hingehören? Man sieht ja gar nichts da. Ja, sagt der Lehrer, das musst du irgendwie, da kommst du dann schon drauf. Am Anfang sage ich dir, ob es zu hoch oder zu tief ist, aber später hörst du das dann selber. Deswegen müssen auch die Ohren mitlernen. Also Petzi, probier mal. Na, Lehrer, sagt der Lehrer, da. Na, da. Das ist gar nicht so leicht, gell? Da geht's ja. Da ist es richtig. Aha, also Petzi ist wieder heim und übt fleißig, gell? Jeden Tag üben. Ja, ja. Jetzt hat er. Aha. Ja, und Petzi übt fleißig jeden Tag. Und es geht alles gut und er kann schon kleine Lieder spielen, gell? Aber eines Tages sagt er zu seinem Lehrer, ich weiß nicht, irgendwas ist passiert, meine Geige ist kleiner geworden, ist mir zu klein. Sagt der Lehrer, na, die Geige ist nicht kleiner geworden, du bist größer geworden. Du bist jetzt zu groß für die Geige. Sagt der Petzi, was können wir jetzt tun, ich möchte ja weiterspielen.
Ja, sagt der Lehrer, es gibt schon eine Möglichkeit. Es gibt ja noch die Bratsche, die ist ein bisschen größer als die Geige. Wenn du die hättest, könntest du weiterlernen. Aha, also Petzi geht wieder heim mit seiner Geige und sagt zu den Eltern, wisst ihr schon das Neueste? Die Geige ist kleiner. Ah, ich bin größer geworden, sagt der Lehrer. Und er meint, ich bräuchte jetzt schon eine Bratsche. Ja, was heißt das, sagt der Vater. Ja, sagt der Petzi, wir müssen ins Geschäft gehen und eine Bratsche kaufen. Muss das wirklich sein, sagt der Papa. Ja, sagt der Petzi, sonst muss ich aufgeben, das wäre so schade. Okay, gut, sagen die Eltern, wir gehen wieder mal in die große Stadt. Also sie gehen in die große Stadt, ins Musikgeschäft. Und dort sagen sie zum Verkäufer, sehen Sie da unser Petzi, unser Kleiner, jetzt ist er nicht mehr so klein, die Geige ist ihm zu klein geworden, jetzt bräuchte er eine, wie heißt denn das überhaupt? Ja, sagt der Verkäufer, das heißt Bratsche, das kenne ich schon. Ich habe eine, schaut sie mal her. Ich werde euch die zeigen. So, sagt der Verkäufer, schauen Sie mal, die ist ein Stückchen größer, gell? Merken Sie das? Und mit der, die kann ich Ihnen verkaufen. Und da gibt es auch wieder dazu diese Brücke, hinten für das Kinn, die Stütze. Und was brauchen wir noch dazu? Einen Bogen, genau, einen Bogen habe ich auch für Sie. Schauen Sie, mit dem könnt Ihr Sohn dann weitermachen. Ja, gut. Und am nächsten Woche geht er wieder zu seinem Lehrer. Ja, sehr gut, sagt der Lehrer, das ist ja schon sehr gut. Jetzt lernen wir was Neues. Du kannst die Töne nicht nur schön gerade spielen, sondern dass sie ein bisschen auf und ab gehen. Das nennt man Vibrato. Schau, ich zeige dir, wie das geht. Ah, sagt der Petzi, ist ja ganz leicht. Nein, so viel auch wieder nicht, sagt der Lehrer. So viel nicht so, sondern den Finger hinsetzen und dann... Jeden Tag und alles geht gut, bis eines Tages der Petzi merkt, die Bratsche ist kleiner geworden. Sagt er zu seinem Lehrer, ich weiß nicht, was los ist, die Bratsche ist kleiner geworden. Na, sagt der Lehrer, die Bratsche ist nicht kleiner geworden, du bist wieder gewachsen. Was, sagt der Petzi. Sagt der Lehrer, ja, ich glaube, dass dir die Bratsche zu klein geworden ist, deine Finger haben immer alle Platz da. Sagt der Petzi, ja, was können wir jetzt tun? Ja, sagt der Lehrer, es gibt ja schon eine Idee, es gibt ja noch was Größeres, das heißt Cello. Wenn ihr sowas hättet, dann könntest du weiterlernen. Ja, sagt der Petzi, geht also heim zu seinen Eltern und sagt, wisst ihr schon das Neueste, die Bratsche ist geschrumpft, ich bin wieder gewachsen und jetzt ist die Bratsche zu klein, aber der Lehrer meint, es gäbe da ein Cello oder wie das heißt. Ja, sagt der Papa, was heißt das jetzt? Ja, sagt der Petzi, müssen wir halt ins Geschäft gehen und eins kaufen. Was, sagt der Papa, jetzt haben wir schon die Geige gekauft, die Bratsche, das geht sich nicht mehr aus. Oh, ist der Petzi traurig. Aber der Petzi hat ein Glück, er hat eine Oma. Und die Oma hat ein bisschen das Herz geschlossen, gell? Und die Oma hat zu Hause nicht eine Sparkasse, aber hat einen Sparstrumpf und hat immer wieder Münze hineingetan. Für meinen Petzi, gell? Für meinen Petzi, diese Münze und das. Und dann sagt sie zu den Eltern, es kommt jetzt Weihnachten und ich würde diesen Sparstrumpf verwenden für euer Cello. Könnt ihr ein Cello kaufen? Das ist natürlich jetzt eine tolle Sache. Also sie gehen wieder ins Geschäft mit dem Sparstrumpf von der Oma, sagen zum Verkäufer, da sehen Sie unser Petzi, unser Jüngster, so klein ist er jetzt nicht mehr, aber seine Bratsche ist er ist gewachsen und der Lehrer meint, er könnte ein Cello oder wie das... Ja, sagt der Verkäufer, Hammer, Hammer, schauen Sie mal her, Hammer da. Das wäre so ein Cello, sagt er. Und wenn Sie wollen, können Sie es kaufen. Ja, sagt die Familie, das geht sich gerade aus mit dem Sparstrumpf. Und Sie nehmen das Cello also heim. Und am nächsten Tag kommt er dann zum Cello-Lehrer. Das ist jetzt ein anderer Lehrer als der mit der Geige. Leider ist kein Loch im Boden, gell, aber das ist rein. Das müssen wir jetzt machen. So, sagt der Lehrer, jetzt den Bogen müssen wir wieder spannen, dass ungefähr ein Finger hineinpasst. Der Petzi probiert, gell? Na, sagt der Lehrer, leichter. Muss man wieder erst finden, wo die Finger hingehören. Aber Petzi ist ja lernt, braucht und übt jeden Tag.
guter Lehrer. Sehr gut, jetzt spielen wir mal Tonleitern spielen. Ganz laut, das ist das. Und der Blitz, ich bin fleißig, jeden Tag übt er, gell? Bis der Betze eines Tages zum Lehrer sagt, ich weiß nicht, was los ist, das Cello war früher größer, es ist kleiner geworden. Na, was sagt der Lehrer? Du bist größer. Sagt der Lehrer. Sagt der Betze, was können wir jetzt tun? Ja, sagt der Lehrer, es gibt schon noch eine Möglichkeit, es gibt ja noch die Bassgeige. Ach so, das gibt es auch, sagt der Betze. Ja, sagt der Lehrer, also ihr könnt jetzt ins Geschäft gehen und eine Bassgeige kaufen. Also Betze geht wieder heim und sagt seinen Eltern, wisst schon, das Cello ist auch ich bin größer geworden. Aber der Lehrer sagt, wenn ich eine Bassgeige hätte, könnte ich weitermachen. Was sagen die Eltern? Jetzt hast du schon eine Geige, ein Bratsche, ein Cello. Weil das geht sich jetzt nicht mehr aus, leider. Der Betze ist ganz traurig. Aber sein Lehrer sagt zu ihm, du kannst dir von der Musikschule eine Bassgeige ausleihen. Und wenn du später mal was verdienst, kannst du es ja zurückzahlen. Komm mal mit, ich zeige dir unsere Bassgeige. Und sagt der Lehrer, da schau mal her, da sind wir. So schaut das aus. Und da müssen wir auch wieder ein bisschen. Und du musst jetzt wieder suchen, wo die Töne sind. Ja, und der Betze übt auch fleißiger. Und so weiter. Und das geht ganz gut mit dem. Und am Ende des Schuljahres gibt es ein Konzert in der Musikschule. Und der Betze spielt zusammen mit einer netten Flötenspielerin. Das war jetzt die Geschichte von Betze dem Bär. Und wie ich diese Geschichte gelesen habe, so ungefähr wie ich es jetzt erzählt habe, mit 9 Jahren habe ich mir gedacht, wenn das der Betze schafft, dass er Geige lernt, Ratsche, Cello und Bassgeige, dann schaffe ich das auch. Und dann habe ich meinen Eltern gesagt, ich möchte unbedingt Geige lernen. Und so wisst ihr jetzt, was weitergegangen ist.